Wir haben ja 13 Ortsteile, wir haben 13 Feuerwehren und hier ist eben das Domizil der Feuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Adorf mit dem natürlich etwas auch größeren Fahrzeug. Ja, sehr geehrter Herr Staatsminister, Herr Beuth, ich sag mal, hallo Armin, hallo auch Jan Wilhelm, hallo Gerhard, hallo die Führung hier von Diemelsee, einmal der Karl Wilhelm ist hier, einmal der Andreas, der Thorsten hat wahrscheinlich heute noch Bürodienst. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden hier aus ganz Diemelsee, ja, verehrte Gäste. Zunächst darf ich Ihnen allen, aber besonders Ihnen, Herr Staatsminister, die herzlichsten Grüße von unserem Bürgermeister überbringen. Ich hörte es, es wurde Ihnen schon so leicht zugeflüstert. Er kann leider heute nicht hier sein. Er hat heute einen Abnahmetag, nämlich den Grundlehrgang in Korbach. Und vielleicht kommt er noch mal hier vorbei. Er hat auch bestanden, nur mal her. Ja, dann von allen erstmal herzlichen Glückwunsch auch. Auch die herzlichsten Grüße vom Gemeindevorstand und den gemeinsamen Gremien, aber auch von mir persönlich. Deswegen ganz herzlich willkommen hier in Adorf. So einfach, so nur zum Bier kommen oder nachher eine Tasse Kaffee und ein Stückchen Kuchen, naja, kommt man nicht so jeden Tag hier vorbei. Dass Sie den Weg mal zu uns gefunden haben. Persönlich freue ich mich auch, dass wir hier die ehrenamtliche Arbeit, die ehrenamtliche Leistung, die wir hier in Diemelsee leisten, für das Wohl der Bevölkerung hier entsprechend so gewürdigt und ausgezeichnet kriegen. Auch herzlich willkommen, lieber Jan Wilhelm, lieber Armin, schön, dass ihr auch mal wieder hier in Diemelsee seid. Ja, ich will gar nicht lange mich hier mit meiner Rede aufhalten. Das Projekt hat der René Kratzenberg geführt. René, du kannst es am besten vorstellen, deshalb darf ich dich hier bitten. Ja, Hans, du hast auch alles schon gesagt. Danke für deine Worte und ich freue mich, wenn wir nachher vielleicht bei einer Tasse Kaffee noch ein paar Worte wechseln können. Dankeschön. Willkommen, Staatsminister Peter Beuth. Willkommen natürlich auch, lieber Gerhard, schön, dass du auch hier bist, dann auch vom Landrat, so wie ich das eben mitgehört habe. Lieber Armin, lieber Jan Wilhelm, auch ihr seid herzlich willkommen und natürlich alle Kameradinnen und Kameraden und vor allem die ganz Kleinen, die hinten stehen, dass ihr den Weg auch mit hierher gefunden habt. Vielen, vielen lieben Dank erstmal an dieser Stelle. Ja, ausschlaggebend war das Thema analoge und digitale Technik innerhalb der Feuerwehr. Das hatte ich beworben im Rahmen des Katastrophenschutzpreises 2023. Das Projekt wurde sehr gut befunden in Ihrem Ministerium. Darüber hinaus haben wir im Nachgang Nachrichten bekommen, ja, es ist schön, nur haben Sie es unter die ersten drei Platzierungen leider nicht geschafft. Okay, das ist dann auch so, bewerben uns dann eben halt nächstes Jahr aufs Neue. So gedacht, danach bin ich in Urlaub gegangen, kurze Zeit später klingelte das Telefon, Wiesbadener Telefonnummer, ich sage, wer will mich aus Wiesbaden anrufen, kann nicht sein. Naja gut, Mailbox, ja, hier ist das Innenministerium, bitte rufen Sie mal zurück. So kam der Termin für heute zustande, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass nach Rücksprache mit dem ganzen Team, mit Ihnen letztendlich ja, die Feuerwehr Diemelsee und auch das Projekt, was wir eingereicht haben, trotzdem eine Anerkennung finden sollte. Wie? War dann relativ schnell irgendwo geklärt. Ich sagte, wie soll sowas vonstatten gehen? Ja, wir wollen Sie gerne mit einer Anerkennungsprämie und einer Urkunde auszeichnen und Sie als Feuerwehr des Monats August auszeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Ich habe erst einen Moment überlegt. Ich sagte, natürlich, ja klar, nehmen wir das gerne mit. Darüber hinaus können wir da richtig Werbung für uns damit machen. Ja, was wollten wir mit dem Projekt erreichen? Digital und analog war das Stichwort, oder analog und digital. Wir leben alle in einer schwierigen, ja, herausfordernden Zeit. Die Zukunft ist auch mit Sicherheit das eine oder andere ein bisschen ungewiss. Und wir unterhalten uns immer über das Thema Ausfall von Elektrik, Ausfall von Gasversorgung, wie auch immer. Und so haben wir uns innerhalb der Kommune dafür entschieden, dieses Thema ÖTEL ja, analog und digital vorzubereiten. Das heißt, wir sind eben halt auf alle Szenarien ja, ausgelegt und aufgemacht, dass wir letztendlich halt einmal analog arbeiten und wenn es eben halt gefordert ist, wir auch Digitales abbilden können.
Und somit haben wir gewisse Arbeitsabläufe digitalisiert oder in Ordnern, gerne nachher der eine oder andere mal anschauen. Dann zum Vorbehalten, wo letztendlich wir als Führungseinheit letztendlich dann die Einsätze oder die Einsätze hierüber leiten können. Sind mit uns zum Thema flexibel, können das sowohl hier primär am Standort hier in Adorf, als auch letztendlich, man braucht nicht ganz so viel als Equipment da mitnehmen in die Ortsteile und können da sofort innerhalb von kürzer Zeit unsere Arbeit aufnehmen. Ich bin Beigeordneter mit einem Flachgeschenk gekommen und mit einer Urkunde. Wobei ich immer, jetzt habe ich eine hinreichend lange Erfahrung im Amt, am Anfang dachte ich immer, die Urkunde wäre das Wichtige, aber gut. Ich habe es getan. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein, weil es gibt Gelegenheit, mich sehr herzlich zu bedanken bei der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee, bei allen, die hier ihren Dienst für die Gemeinschaft leisten. Das ist eigentlich das Wesentliche. Und der zweite Punkt ist das, was Sie als Projekt bei uns eingereicht haben. Aber lassen Sie mich bei dem ersten Punkt bleiben, bei dem Dankeschön. Für das, was Sie hier leisten. Sie leisten einen wichtigen Dienst im Ehrenamt für die Bürgerinnen und Bürger, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in allen Ortsteilen, so habe ich vernommen, und sorgen dafür, dass wenn irgendwo es brennt und wenn irgendwo technische Hilfe zu leisten ist, dass die Feuerwehren kommen. Das ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Wir haben das große Glück, dass wir in Deutschland und vor allen Dingen auch hier bei uns in Hessen ein System haben, dass wir in den meisten Ortsteilen Freiwillige haben, die sich diesem Dienst verpflichten. Und dieses große Glück hat dann etwas auch mit Lebenskomfort für die Bürgerinnen und Bürger zu tun. Der Kreisbrandinspektor weiß das in einer besonderen Weise, in einer besonderen Form. Wenn wir nicht die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in unserem Land hätten, dann wären 10-minütige Hilfefristen bei weitem nicht einzuhalten. Und jeder, der hier ist heute, der weiß ganz genau, was bei Hilfeleistung, wenn es irgendwo brennt oder wenn technische Hilfe zu leisten ist, auch nur eine einzige Minute ausmacht. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass auch im ländlichen Raum Sie mithelfen dafür, diesen in Anführungsstrichen Komfort, den die Bürgerinnen und Bürger für ihre Sicherheit haben, empfinden dürfen, dass sie den im Ehrenamt hier aufrechterhalten. Auszeichnung für Ihr beispielhaftes ehrenamtliches Engagement wird die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee als Feuerwehr des Monats August 2023 ausgezeichnet. Der Minister, Herr Brandinspektor, Sie können stolz sein. Und das ist nicht ganz so hoch wie ein Katastrophenschutzpreis, das weiß ich. Aber es sind 1.000 Euro gut angelegtes Geld, und ich sage es auch hier bei Ihnen, bei den Feuerwehren und beim Sport, das ist ja alles Steuergeld, habe ich das am wenigsten schlechte Gewissen, wenn ich es hergebe. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Die Schiebung können Sie eben. Ja, liebevolle Angehörige, Herr Minister, ich darf die herzlichen Glückwünsche und Grüße des kreislichen Gremien, des, wie haben Sie letzte Woche gesagt, des Brandschutzdezernenten, kann ich bitte die Fräse überbringen, der wegen anderer Mitarbeiter jetzt noch nicht da sein konnte, aber gerne hier gewesen wäre. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Minister, dass Sie das Engagement der Feuerwehren in Waldeck-Frankenberg immer wieder auszeichnen. Feuerwehr des Monats kommt zu selten vor, liegt aber auch an die Bewerbung, das haben wir ja gerade noch mal gehört. 4 oder 5 haben wir, glaube ich, in Waldeck-Frankenberg schon ganz genau, weiß ich nicht, die Feuerwehr des Monats geworden sind. Es ist tatsächlich wieder mal eine Anerkennung für geleistete Arbeit, die über die normale Arbeit hinweg geleistet wird. Heute das Thema analog und digital. Mein Kollege im Schwalm-Eder-Kreis, der Werner Bär als Kreisbrandinspektor, hat immer gesagt, ich komme aus einer Zeit, als Schnittstellen noch geblutet haben. Ganz so alt bin ich nicht. Ich kenne diese vielen Schnittstellen, die hier aufgezeichnet sind. Aber tatsächlich, das Analoge hört jetzt auf. Ich habe gerade heute Morgen mit meinem Leitstellenleiter gesprochen. Wir haben in Waldeck-Frankenberg jetzt noch 10 analoge Meldeempfänger, die im Dienst sind, weil es da noch so ein paar Lücken gibt im Digitalfunk, die noch nicht abgedeckt worden sind. Aber ich habe gedacht, das können wir dann jetzt auch über die Hessen-Alarm-App erledigen. Es
gibt noch ein paar analoge Sirenen, fast alle sind digital umgerüstet worden und dann ist auch in Kürze das analoge Funknetz weg, weil es auch gar nicht mehr geht. Jetzt sind gerade am Petroskopf die Ersatzteile ausgebaut worden, die eingebaut worden, die man vor 10 Jahren in Russland ausgebaut hat. Die gleichen Funkumsetzer in Russland ist schon 10 Jahre ungefähr weg, sind jetzt am Petroskopf eingebaut worden. Es gibt jetzt keine Ersatzteile mehr. Das war die letzte Rettung. Also der Analogfunk ist weg, kommt nicht mehr wieder. Waldbrand, haben Sie erwähnt, 1000 Feuerwehrleute in Griechenland, das ist ungefähr, naja, gerade dreimal so viel wie die Gemeinde Diemel, die Feuerwehrangehörige, das ist für uns tatsächlich keine Leistung, weil wir in der Fläche vertreten sind und so viele sind und schnell sind. Die Hilfsfrist, die haben Sie uns auch angesprochen, die haben mir so viele Themen gegeben, über die ich reden könnte. Die Hilfsfrist wäre natürlich auch gar kein Problem, mit Hauptamtlichen einzuhalten. Schaffen wir ja einen Rettungsdienst auch, sind an jedem Ort in 10 Minuten da. Es kostet halt jede Gemeinde halt im Jahr einen deutlichen Millionenbetrag und dann machen die Gemeinden halt nichts anderes. Und dann auf Dauer geht das sowieso nicht. Also es geht einfach nur mit uns Ehrenamtlichen, mit euch Ehrenamtlichen, ich bin ja heute nur mit Hauptamtlich hier. Und das ist ganz toll, wenn da eben immer wieder diese Auszeichnungen kommen. Wir müssen, ich darf ja im September bei der Ehrenamtsmesse in Schaumburg reden, da geht es auch das Thema Ehrenamt. Ich habe da immer noch so ein Problem, wir machen viele Aktionen für Ehrenamtliche, die wir schon haben. Die wir kriegen, die erreichen wir irgendwie noch nicht so richtig. Da müssen wir dran arbeiten und lassen. Und trotzdem, für die wir haben, die müssen wir fliegen, die müssen wir ehren, die müssen wir auszeichnen. Vielen Dank, dass Sie das wieder einmal getan haben. Und ich kann nur sagen, bleibt am Ball, weiter so, tut was für Diemelsee, seid engagiert dabei, dass wir dann in Zukunft auch in Diemelsee Gäste aus allen Bereichen, auch aus Wiesbaden und aus dem Rheingau-Taunus-Kreis begrüßen können.